Morgen noch aus Botos. Wir haben uns dazu entschlossen, erst noch einen Kaffee zu trinken, ganz in Ruhe. Heute haben wir eine mäßig, guten Morgen Steffen, heute haben wir eine mäßig lange Strecke mit 24 Kilometern ist hier angegeben. Wir haben übernachtet in der Taberna de Vento. Zimmer war absolut in Ordnung. Das Doppelzimmer kostet 35 Euro, das Einzelzimmer 25. Alles tipptopp in Ordnung, kann man nicht klagen. Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein, wenn man in der Bar sitzt. Da wird nämlich mit unterschiedlichen Preisen gerechnet. Da gibt es die Preise für Einheimische und die Preise für Pilger. Und dann kann ein Bier mal von 1,80 Euro auf 3,80 Euro differieren. Fragt also nach, was es kostet, bevor ihr es kauft, um den Wirt zu sensibilisieren, dass ihr euch mit Preisen auskennt. Ja, eine andere witzige Begebenheit. Wir haben Stromausfall gehabt letzte Nacht. Die ganze Nacht. Das Wasser blieb kalt heute Morgen. Die ganze Stadt, das ganze Dorf hier war betroffen. Es war ganz lustig auch, die Einheimischen zu sehen, wie alle so mit ihren Lämpchen durch die Gegend liefen. Die Besitzerin einer Bar um die Ecke, die eigentlich mehr zu empfehlen ist, wenn ihr was essen wollt, von der Herzlichkeit her, in der Nähe vom Hotel, hat uns auch ganz viel dazu erklärt. Leider haben wir nur teilweise was verstanden. Da kommt unser Boccadillo, ne, Tostada ist es diesmal, aufgetoastet. Einmal mit Jamonion und einmal mit Öl und Salz. Das sieht doch sehr lecker aus. Ich melde mich dann wieder vom Weg. Bis später. Jetzt haben wir erstmal Hunger. Ich wollte mal zeigen, wie das geht mit den Zigaretten hier. Weil in Spanien gibt keine EC-Karte für den Automaten. Hier hängt das Ding. Und hier oben hängt so ein Drücker. Damit wird der Zigarettenautomat freigegeben. Jetzt wird noch Geld gewechselt. Insofern kann der Wirt immer steuern, wer überhaupt an den Automaten rankommt. Das ist eine schöne Einrichtung. Nochmal, weil für jede Packung Zigaretten das gemacht werden muss. Dort ist die Bar und wenn man hier rüberläuft, sind in diesem Gebäude die Zimmer. Wirklich sehr schön. Es geht aus Botos raus nach Bandeira, 24 Kilometer ungefähr. Wir haben heute den letzten schönen heißen Tag. 32 Grad sind angekündigt im Laufe des Tages. Das müssen wir tatsächlich genießen. Hier geht es auf den Jakobsweg runter. Also in diesem Fall mal nicht durch die Stadt, nicht durch Botos durch. Denn ab morgen, pünktlich dann zum Einzug in Santiago, wird es regnen die ganze Woche. Ich hoffe ja noch so ein bisschen darauf, dass sich meine Wetter-App mal wieder vertut. Sehr oft genug passiert, das darf dann jetzt auch gerne passieren. Wenn wir jetzt dann in Santiago kein schönes Wetter haben, es geht ja noch weiter nach Finisterre. Vielleicht kriegen wir dann, wenn wir zurückkommen aus Finisterre, noch sonnige Bilder von Santiago. Dadurch, dass ich gestern diese 14, 15 Kilometer weiterlaufen musste, bin ich natürlich mit meiner Etappenplanung durcheinander, was nicht schlimm ist, aber ich habe einen Tag gewonnen. Ich hätte mir den Sprung nach Ourense sparen können, aber das wusste ich vorher nicht. Das heißt, ich komme jetzt nicht am 31. in Santiago an, sondern schon am 30. Da muss man mal schauen. Jetzt habe ich einen Tag mehr, ob man dann vielleicht Finisterre noch ein bisschen bleibt und guckt oder in Muxia den Strand genießt, wenn das Wetter schön ist. Wir werden sehen. Jetzt geht es erstmal nach Laxe. Kommt schon in 4 Kilometern. Dann geht es weiter nach Jeda. Also es gibt einige Dörfer zwischendrin, in denen man dann mal kurz Halt machen könnte. Noch ist es schön kühl, was dafür spricht, ein paar Kilometer mal auf den Tacho zu bekommen jetzt. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Etappe. Die Hunde haben sich hier mit Bällen angesteckt. Alles bellt, überall, jedem Haus. 3 Etappen vor Santiago möchte ich euch mal erzählen, was so in mir vorgeht. Die Vorfreude auf Santiago ist natürlich riesig, aber ist auch so ein bisschen ja, eine merkwürdige Gefühlslage. So ein bisschen wie am Anfang des Weges, die ersten Tage, wo man erstmal realisieren muss, dass man tatsächlich auf dem Jakobsweg ist, so nach dem Motto, kneif mich mal. Und jetzt plötzlich, eigentlich sobald der 100-Kilometer-Stein da ist, wird einem klar, dass es nicht mehr weit ist, dass man nicht mehr weit pilgern wird, dass das Pilgern zu Ende sein wird. Plötzlich. Man ist ja über die vielen Tage immer gemütlich vor sich hin gepilgert, seine Planungen gemacht, hat den Weg genossen, war gespannt auf die Albergen. Und das soll jetzt plötzlich vorbei sein. Irgendwie eine schwierige Situation. Insofern, ja, sind schon
in einer Art und Weise gemischte Gefühle. Irgendwo so ein lachendes Auge und ein weinendes Auge. Weil natürlich darf eine Pilgerschaft auch irgendwann zu Ende sein, denn man vermisst ja auch sein Zuhause und freut sich auch darauf wieder. Da werde ich heute noch ein bisschen drüber nachdenken. Wir sind schon im nächsten Dorf. Ich habe jetzt aber nicht aufgepasst, wie es heißt. Das mit den Wasserstellen ist prima hier in Galizien. Hier wird sogar angezeigt. Man hat tatsächlich immer wieder die Möglichkeit, etwas zu trinken oder seine Flaschen aufzufüllen. Das ist unglaublich praktisch. Dadurch hat man nicht ganz so viel Gewicht durchs Wasser und kann trotzdem sicher seine Strecke laufen. Kommen wir her. Und hier geht es weiter. Das nächste Dorf ist in Sicht. Das geht hier in Galizien Schlag auf Schlag. In Galizien werden die Todesanzeigen immer öffentlich im Dorf ausgehängt. An solchen Pfosten oder an Häuserwänden. Der bringt wahrscheinlich Brot. Die hupen immer fleißig und kündigen sich an. Was jammerst du denn da? Alles gut, jo. Alles gut. Jo. Igreja de Santa Baia de Donción. Baroque church built in 18th century with the patronage of the Gilta Buado. Flachse kann das jetzt nicht gewesen sein, dafür ist das zu klein. Gab dann noch so ein Benduiso, was in der Art, das ist es womöglich. Hier haben wir nochmal was ganz Spannendes, und zwar wie neu gebaut wird im Stil des Alten. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Schaut mal, wieder diese Steine, die übereinander gelegt werden. Mehr als Makulatur außen und innen. Ganz modern, aber es passt sich dann natürlich ganz fantastisch in die Umgebung an. Das wird ein richtig schönes Haus. Unser Stein sagt 52,46 Kilometer. Hola. It's very nice clear water here. Yes. So enjoy. Das ist jetzt aber Lachse. Das waren keine 4 Kilometer. Das waren gute 5,5. Hier haben wir das Ortsschild Benduiro. Das ist Benduiro Lachse. Ich glaube, das ist so zusammengefasst, weil es noch ein weiteres Lachse am Meer gibt. Und das Ganze ist sehr viel kleiner, als ich dachte. Habe hier auf dem Café spekuliert. Oh, macht nichts, dann suchen wir nachher einen schattigen Platz und setzen uns dahin. Was man eindeutig sagen kann, ist, hier schert sich kein Mensch um die Pilger. Die rasen hier rum, so wie sie wollen, ohne jegliche Rücksichtnahme. Volle Bulle. Eine Bar, die auch geöffnet hat. Und da werde ich jetzt reisen. Drittletzter Tag auf dem Camino. Eben ging es Schotter, Sand, ziemlich steil bergab. Und dann habe ich mich einmal hingelegt. Kleine Schlitterfahrt und ab aufs Knie. Das ist jetzt
ja, es ist ziemlich gut gegangen. Ist ein bisschen offen. Kann man das sehen. Aber außer der Schürfwunde geht es mir gut. So unnötig jetzt noch, aber nun gut. Nicht aufgepasst und dann eine kleine Schlitterpartie. Passiert auch auf dem Camino. Darum zeige ich es euch. Aber war nicht schlimm. Also keine Knochen oder Gelenke betroffen. Hier ist alles Schotter. Da werde ich jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger laufen. Ich habe die Stöcke auch nicht benutzt beim Bergablaufen, weil ich das im Moment versuche zu vermeiden. Das Gefühl, dass meine Schulter so ein bisschen muckt oder mein Schulterblatt, wenn ich die Stöcke benutze. Darum setze ich die zurzeit nur bergauf ein. Ja, hier haben wir eine schöne Aussicht. Da wieder der Schnellzug. Und einmal Galizien. Ganz anderer Anblick, so dicht besiedelt alles. Hier ist auch gleich wieder ein Dörfchen oder ein Anwesen. Sieht fast aus wie eine Schule oder eine Fabrik oder was ist das? Auf jeden Fall was Größeres. Und jetzt geht's wieder hoch. Wenn ich Glück habe, hat dieser Ort einen Brunnen mit Trinkwasser. Ansonsten habe ich ein bisschen mit Spucke gesäubert jetzt die Wunde. Und der restliche Dreck muss dann halt rausbluten. Dann verkrustet das auch schnell bei dem warmen Wetter. Und dann ist alles wieder gut. Sitzt eine ganz entspannte Katze. Die denkt sich auch, geh doch an mir vorbei. Celeda, 6 Kilometer? Nee. Das ist mehr. So, jetzt weiß ich nur nicht, wo lang. Da nicht lang. Ich weiß, wo lang. Hier links bleiben. An der Straße entlang. Am besten auf dem Bürgersteig. Prima. Gut gelöst. Hasta luego. Ich habe einen kleinen Laden gefunden, Krimskramsladen, und der hat Eis. Und ich habe mir jetzt mal was genommen, was ich noch überhaupt nicht kenne. Das müssen irgendwie so ganz Mini-Dinger sein. Probieren wir die mal. Ups, hier muss ich lang. Schauen wir mal, was das Schickes ist. Ist von Nestle. Ach ja, gut, Nestle. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Pirulo Fantasmikos. 5 Stück. 5 Eis. Oh, guck mal. 5 Eis habe ich mir gekauft für 1,50 Euro. Jetzt werde ich es mir richtig gut gehen lassen. Yum, 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 yum. Pirulo. Aha, können wir reingucken? Warte. Da. Hey. Die wirken so hell innen drin. So, als wenn da Joghurt mit reingemischt ist. Schmecken interessant, aber nicht schlecht. Ich muss mich ja auch ein bisschen trösten, weil ich mich so schwer verletzt habe. Für unsere Kartenliebhaber, bitte alle Städte und Dörfer raussuchen, Entfernungen abmessen, miteinander verbinden, einen Stern draus machen und bunt anmalen. Und das muss ich euch jetzt zeigen. Wir sind unter 50. 47. Wir sind bald da. Oh, wenn ich langsamer gehe, komme ich nicht so schnell an, oder? Könnte ein Kuhstall sein. Was auch immer da drin ist, hockt total im Dunkeln. Und es riecht. Nein, es stinkt. Oh, irgendein Grund für mich, den Camino hier in Spanien nicht mitzulaufen. Art und Weise, wie die Tiere behandelt werden. Es müssen Schweine sein. Irgendwie erinnert mich diese Stelle an den Französ. Aparcadoiro do Moinho de Coinha. In 2 Kilometern. Aha. Hier rechts wird Waschmittelwerbung gemacht. Die Leine ist aber noch nicht lang genug. Wir sind wieder an der Straße. Der Laline ist nicht so gut, da kommen wir her. Ruta dos Passos e Ponte Tabuada. Aber hier ist unser Pfeil. Thank you.
Die Nettierstraße. Richtig schroff. Bergauf. Heißer Tee, kein Schatten. Ich schwitze. Wie in der Sauna. Für umsonst. Aber ich bin gleich oben. Da sind Bäume. Da stelle ich mich kurz in den Schatten zum Abkühlen. 45,289. Ja, ich wäre gern bis auf die Hälfte gelaufen. Bis auf 12, wir sind bei 11,5. Aber dort geht's weiter. Und dort sehe ich wieder keinen Schatten. Hier ist auch nochmal hübsch. Das heißt, ich hocke mich jetzt hier hin. Meine Stöcke liegen schon. Hier habe ich Schatten. Mache eine Pause und trinke mal einen halben Liter. Und dann kann es weitergehen. Ist mir aber alles lieber als der Regen morgen. Hier durchzulaufen ist ein echtes Erlebnis. Es ist so schön, auch mit den Lichtern. Das ist ganz toll. Und hier geht's nochmal richtig schön hoch. Schöner Blick über die Wiese. 31 Grad. Ab auf den Hügel. Das sind die ersten Häuser von Sieda. In Sieda habe ich jetzt eine schöne Pause gemacht. Ich habe nur einen Kaffee gefunden. Es gab mehrere. Sie hatten nichts zu essen. Ich habe dem Wirt dann gesagt, mir würden Tapas reichen. Und dann hat er richtig aufgefahren. Ich habe wieder mein Bier getrunken, gemischt mit meinem Cass Limon. 3,60 Euro. Ich habe ihm dann einiges mehr dagelassen, weil das war sehr großzügig, seine Tapas-Portion. Unterschiedliche Sachen mit warmem Fleisch und weiß ich nicht. Super, super lieb. Die Spanier, die da saßen bei ihrem Bierchen am Samstag, hatten Russland als Gespräch. Und als sie dann gemerkt haben, dass ich Pilgerin bin, war ich dann Gespräch. Und das haben sie auf mich eingeprabbelt. Viele Dinge habe ich verstehen können, vieles auch nicht. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und jetzt haben wir schon 3:15 und noch 7,5 Kilometer bis zum Ziel. Es ist immer noch wahnsinnig heiß. Ich werde jetzt mal 3 Kilometer versuchen, dann vielleicht eine Pause machen, nochmal 3 Kilometer und dann schaffe ich auch noch den Rest. Das Ganze langsam angehen. Genau, jetzt geht's wieder hoch auf die Straße, so wie es ausschaut. Da hinten ist ein ganz großer Fall. Der ist aber falsch. Na, wie gut, dass ich mich nochmal umgeschaut habe. Das hat auch Vorteile, wenn man filmt und 360 Grad aufnimmt. Heute auch durch viele Waldstücke gegangen, aber immer auch dann wieder geteerte Straßen und Wege, wo es überhaupt keinen Schatten gibt. Das macht das Ganze unglaublich anstrengend. Die Sonne, die zieht einem so richtig die Energie aus dem Körper. Ich müsste noch so ungefähr 5 Kilometer haben, aber ich kämpfe gerade, das muss ich wirklich sagen. Einen Kilometer werde ich noch mal Pause machen, noch mal was trinken. Und dann gucken, wie weit ich komme. Das ist mir auch egal, wenn ich ganz spät ankomme. Ich muss einfach Pause zwischendrin machen, weil es einfach nicht mehr geht. Den ganzen Tag auch geschwitzt. Ich freue mich auch auf eine schöne Dusche. Ich filme jetzt nur noch, wenn was wirklich Schönes oder Interessantes kommt. Ansonsten sehen wir uns am Zielort. Ist es aber nicht. Hier haben wir den Ortsausgang von Boteo. Hallo von der Herberge. Das ist so ein richtiger Container, wo wir drin schlafen. Praktisch, funktional. Hier kann die Wäsche getrocknet werden.
Hier geht es nach hinten durch zur Anmeldung. Ich bin im Prinzip, ich zeige euch das kurz, im Garten. Ja, es sind geworden 24 Kilometer, Punkt genau. Und mehr hätte es nicht sein dürfen. Also ich bin heute wirklich an meine Grenzen gekommen. Wir haben jetzt 5:30, also ich werde kurz nach 5 da gewesen sein. Es war unglaublich anstrengend in der Hitze. Ich muss mich jetzt wirklich erstmal regenerieren. Ich habe keine Kraft mehr. Ich werde gleich duschen. Ich versuche hier jetzt erstmal runterzukommen, viel Wasser zu trinken. Dann gehe ich duschen und dann werde ich in Ruhe schauen, wo man hier im Dorf was essen kann. Darauf freue ich mich auch unglaublich. Und dann freue ich mich einfach nur aufs Bett. Ich glaube, ich gehe heute ganz früh ins Bett und morgen ganz früh raus. Auf dem Tag habe ich echt gelernt, soll zwar der Regen kommen, aber erstmal ist es noch schön. Ganz früh raus, früh starten, morgen sind es 25 Kilometer, also vergleichbar mit heute. Ja, ich bin kaputt. Ich wollte mich aber noch bei euch verabschieden. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen sagen. Wenn ihr abonniert habt, super lieben Dank dafür, finde ich klasse. Dafür mache ich die Videos. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, denkt mal drüber nach. Warum nicht? Das kostet nichts. Ich freue mich auf jeden Fall, euch auf der nächsten Etappe wiederzusehen. Das ist die vorletzte vor Santiago. Es sind jetzt nur noch 34 Kilometer ungefähr bis Santiago. Es wird jetzt so langsam richtig, richtig spannend. Alles Gute euch. Bis dann. Tschüss. Wie in einer öffentlichen Herberge üblich, stehen hier alle unsere Schuhe. Und wir sehen 1, 2, 3, 4, 5. Es sind nur 5 Pilger heute hier. Stöcke müssen normalerweise auch draußen gelassen werden. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Es sind Stöcke geklaut worden. Und ja, ich habe eh schon immer versucht, ein Auge auf meine Stöcke zu haben. Jetzt nehme ich sie rein. Ist mir einfach sicherer. Hat bisher auch noch keiner was gesagt. Die Toiletten und Duschen sind getrennt. 3 Duschen. Ich habe das Gefühl, dass hier mit Insektiziden gearbeitet wurde. Und ich tippe auf Kakerlaken. Einmal kurz zur Herberge, wo wir alleine sind. Hier hängen überall Ventilatoren. Wenn hier oben liegt, bekommt man zwar kühlen Wind, aber es ist unglaublich laut. Fenster sind alle zu, könnte man auch zum Lüften eigentlich aufmachen. Selbst wenn man nicht direkt drunter liegt, ist es sehr laut hier. Und ich denke, es werden alle auch nur zum Schlafen in diesen Raum kommen, falls es stickig ist und unangenehm. Und ansonsten alles sauber, pipapo, Betten stehen relativ weit auseinander. Aber wir sind gar nicht weiter belegt. Liegt daran, dass wohl viele über Astorga jetzt nach Santiago gegangen sind. Und ich sag dann mal, gute Nacht!